Hallo, heute zeige ich euch, wie man den LiveScribe Smart Pen als Taschenrechner nutzen kann. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen nutzt man den Stift und schreibt damit die Aufgabe. Dazu geht man hier ins Main Menu mit Doppelklick aufs Steuerkreuz, schreibt dann ein C. Dann wird Calc für Calculator angezeigt. Das bestätige ich dann mit einem Klick auf den Pfeil nach rechts. Dann kommt der Ton und ich kann anfangen, die Aufgabe zu schreiben. Zum Beispiel 3 plus 2 mal 3 minus 4 geteilt durch 2. Dann schreibe ich ist gleich und bekomme das Ergebnis 7. Wir kontrollieren. Punktrechnung geht ja vor Strichrechnung. 2 mal 3 sind 6, 4 durch 2 sind 2, dann haben wir hier 3 plus 6 sind 9, minus 2 sind 7. Richtig. Dann gibt es noch einen zweiten Weg, wie der Smart Pen als Taschenrechner eingesetzt werden kann. Dazu geht ihr ganz vorne auf euren Blog, auf die Umschlagseite, in und könnt dann einfach drauf lostippen. Zum Beispiel 7 plus 3 mal 6 ist gleich 25. Es gehen auch kompliziertere Operationen, wie zum Beispiel 789 geteilt durch 2,98 ist gleich 264,765. Ihr könnt den Taschenrechner wie einen ganz normalen Taschenrechner nutzen und braucht nur auf die Tasten zu klicken. Das Ganze kann man auch löschen und wieder von vorne loslegen.